Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Splatoon. Ihr solltet das aufhören, so hoch zu sagen. Wir sind jetzt hier bei der neuen Insel, neuen Stage, was auch immer. Wir sind jetzt hier, ja, beim neuen Ding halt. Wir haben ja in letzter Folge den Boss da hinten geklatscht und haben die neue Insel jetzt hier erstmal alles freigeschaltet. Und das hat ein bisschen Zeit gekostet, aber wir haben es dann doch letztendlich geschafft. Und was wir schon die ganze Zeit machen wollten, aber nicht gemacht haben, ist jetzt endlich mal die Waffe hier aufrüsten, damit ich eine bessere Feuergeschwindigkeit habe. So, das nächste Upgrade kostet 1000. Ja, dann machen wir jetzt hier mal die Kapazität etwas erhöhen. Und ja, mehr Geld haben wir eh nicht. Die brauchen wir eh nicht upgraden, weil, ja, sind eigentlich recht gut. Das werden wir aber später, wenn wir halt noch genug haben, ihm machen. Die 1000, ja, 1000 wird schon, glaube ich, ein bisschen dauern. Wir werden jetzt wieder auf diese 1000 sparen, damit wir noch mehr Feuergeschwindigkeit haben. Und dann geht's auch los. So, Tintseilakt ohne Boden heißt das Level hier. Und ja, ohne doppelten Boden heißt sogar Mario. Ja, warum auch nicht? Oh. Ah, diesmal habe ich dich aber gleich gekriegt. Mario! 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 Okay, ich höre schon auf. Zack. Drücke in einem Spiadukt X, um besonderes weiter zu springen. Also, ja, habe ich ja eh gemacht. Irgendwie schon automatisch drin, dass ich hier die ganze Zeit springe. Was siehst du, die Welt können wir uns ja mal gleich mal wieder anschauen. Schienen und so, um Blöcke und so. Ja, sieht eigentlich recht mysteriös aus. Da fahren sogar Züge. Kopfüber. Er fährt hier gleich lang. Wollen wir das mal schauen? Boah. Ja, die fahren einfach mal kopfüber die Schienen hier lang. Warum auch nicht, ne? Man sollte sich immer ein bisschen Zeit nehmen, um sich das hier alles anzuschauen und nicht einfach so durchrushen, was ich jetzt eigentlich schon fast die ganze Zeit gemacht habe, aber ja. So, von welchem... Hallo? Ich will hier rein. Jetzt bin ich drin, ne? So. Ach, scheiß doch. Die Katze. Oh, zack. Ach, ich komme sogar rauf. Ah, ja, warum auch nicht? Habe ich hier jetzt ein bisschen blöd angestellt. Na gut, wie hätte ich auch sonst raufkommen sollen, ne? Hier ist wahrscheinlich irgendeiner versteckt. Wusste ich doch. Zack. Du hast es drauf. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. So, okay. Kommt hier ein Zug lang? Oben ist einer. Ja. Überraschung, würde ich sagen. Dann komm hier ran. Dann komm hier ran. Na komm. Na komm. Bam! Sprungfeld aktiviert. Sprungfeld? Achso. So, wir nehmen die Kisten natürlich mit. Mario. So. Also ich glaube, ich weiß auch schon, wo Dings ist. Muss jetzt hier hoch. Ich sagte hier hoch. So. Kisten nehmen wir auch mit, obwohl da nichts drin ist, auch nicht schlecht. Aber im zweiten, glaube ich, ist, wie man sieht, hier geht's rum. Zack, haben wir die Schriftrolle auch. Dann gehen wir hier mal hoch. So habe ich mir das vorgestellt, sagt er. Ja, ja. Was er sich nicht alles vorstellt. Mario. So, ich habe mir mal überlegt, Leute. Ich weiß nicht, ob es euch zusagt, die neuen Maps immer vorzustellen, ein bisschen drauf zu spielen
und neue Waffen immer so vorzustellen, wenn die rauskommen. Also demnächst kommt ja eh ein größeres Update und hab mir überlegt, so mal ein paar Infovideos dazu zu machen. Habt ihr da Bock drauf? Ich weiß ja nicht. So, gib mir mal Dings hier. Ich dachte, gib mir mal Dings hier. So. Bam. Bam. Nein! Oh. Das mache ich auch. So, also ich würde halt die Waffen immer richtig zeigen, wie und was man da machen kann mit den Waffen und... Ja, komm schon. Bam. Die Maps würde ich halt zeigen, würde halt sich wirklich vorher ein bisschen spielen, um zu zeigen, wo was ist, welche Punkte halt für was gut ist, so für Sniper, dann für Roller und was nicht, auch wenn ich die Waffen überhaupt nicht mag, aber ja gut, einige spielen sie halt gerne, einige Maps haben halt auch diese guten taktischen Felder bzw. Bereiche, wo man die Waffen spielen kann, wie halt zum Beispiel den Sniper. Gibt es ja einige Maps, wo wirklich, also wo es mir wirklich vorkommt, als wäre das ein reines Sniper-Map. Aber, ja. Was soll man sagen, ne? Irgendwie ist es gerade ziemlich langweilig, hier nur so hochzukommen. Aber egal. So, den Elektro-Vals haben wir. Die Schriftrolle haben wir auch. Und damit hätten wir schon mal Level 10. Level 10. Ich habe sogar noch 10 Bonus bekommen, sehe ich gerade, diese Power-Pellen. Weil ich jetzt den Zug gar nicht eingesetzt habe, also die letzte. Der Anstieg des Meeresspiegels löschte das Leben an Land aus und die Urahnen der Inklinge nahmen das nun leere Land in ihre 10 Tentakel. Damit begann das Zeitalter der Weichtiere. Ja, sieht interessant aus, wie die da so rausgekommen sind und sich entwickelt haben. So, Nummer 10 haben wir. Hast du eine Spezialwaffe, setz sie mit R ein. Danke. Mit I. So. Also 27 Level sehen wir da, gibt es. Plus, keine Ahnung, wahrscheinlich der extra Boss, der spezielle Boss, der Last Boss. Also 28 Level insgesamt. Haben wir noch nicht mal die Hälfte geschafft. Puh, na, warum auch nicht. So, was haben wir jetzt eben gemacht? Genau, die 10. Jetzt kommt die 11. Und gehen wir gleich rein, weil upgraden und so können wir eh nicht. Und wir wollen ja so wenig Zeit wie möglich vergeuden. Oh, die Farbe ist geil. Die mag ich. Zack. Ah, okay, das war das Level. Da müssen wir jetzt die versteckten Dinger immer finden. Getroffen. Und ich treffe ich auch. Stab, stab. Okay, hier ist wieder was. Oh, einfach rüberspringen. Oh, ich glaube nicht, dass es hier noch irgendwas gibt. Ich schon gleich mal rüber. Man weiß nie, wo sie auftauchen. Behalt die Nerven. Behalt die Nerven, Nummer 3, ja. Ach so. So. Ich habe mich letztens, als ich das mal im Stream gemacht habe, den Mist hier, habe ich hier echt gefailt in dem Level ein paar Mal. Dort, 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 dort. Ja, ja, du Drecksvieh. Die sterben. So, das ist ja noch easy, der Weg hier, aber ich glaube, es war nicht in dem Level, wo ich so hart gefailt habe. Dort, dort, dort. Muss nur Ausschau auch nach der blöden Schriftrolle halten. Die Tarntechnik der Octarianer ist bemerkenswert. Ja. Boah, da musste ich kurz gehen. Wo komme ich denn hier durch? Okay. Keine Dritte mehr. Kann ich ihn. Ah, hier kann ich auch mit durchschießen.
Kann ich da durchschießen? Nee, also kann ich nur hier durchschießen. Gut gemacht, du weißt, wo es lang geht. Ja, mittlerweile. So, mit Springen könnt ihr ein bisschen weiter immer schießen. Vielleicht solltet ihr euch das merken. Das ist nämlich sehr vorteilhaft, wenn man so gegen andere Gegner spielt, vor allem bei Revierkämpfen und so. Und die halt nicht diese Reichweite haben, könnt ihr halt mit Springen immer eure Reichweite noch etwas erweitern. Und könnt so meistens die Kills abstauben. So. Aha, jetzt muss ich vorsichtig sein. Geh weg. Oh. Du alles Drecksding, ne? Geh weg. Ah, ganz vorsichtig. Ein bisschen Tinte holen. Boah, ist ein größeres? Ja, größer. So, hier ist also bis da oben. Schaffe ich. Okay. Muss da rüber, aber ist hier noch irgendwas? Nee. Ich habe die Schriftrolle noch nicht. Wo die Schriftrolle wohl sein mag. Na? Geh bloß weg. So, ganz langsam, Doki. Ich habe hier letztens echt gefailt. So, bin drüben. Ich kann gar nicht hinsehen. Ja, ich auch nicht. Dort. Die Schriftrolle werde ich wahrscheinlich jetzt nicht kriegen, weil ich echt null Plan habe, gerade wo die sein kann. So. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch versteckter Pfad war. Na, hier ist der Nest. Ne, ich will nicht komplett runter. So. So, Rüstungsteil. Da oben ist schon der Elektrowelt. Ja. Geh sterben. Und du bitte auch. So. Ja, also da habe ich die Schriftrolle jetzt übersehen. Wisst ihr nicht mal, wo die jetzt sein soll? Ah, da hinten. Komme ich da noch irgendwie hin? Ne, ich bin ja hier hingesprungen, ne? Komm nicht mal mehr da hoch. Oder schaffe ich das da hoch? Nö. Bin ich zwar tot. Ne, darf ich nicht. Na gut, dann habe ich die Schriftrolle nicht. Die hole ich mir dann halt, glaube ich, mal offscreen oder so. Müsst ihr mir mal sagen, ob ich die Schriftrollen immer nochmal wirklich im Let's Play holen soll oder ob ich das dann doch lieber offscreen machen soll. Weil, ja, weiß nicht, ein Level die ganze Zeit nochmal spielen, um eine Schriftrolle zu suchen oder zu finden, wie auch immer. Oder nochmal zu holen, nachdem man sie schon gefunden hat, ist, glaube ich, auch etwas. Hä? War hier nicht ein Weg? Ermüdend. Nein! Was mache ich denn? War doch eben schon da oben, oder? So. Ne, hier war ich nur. Jetzt sterb! Dop. Ich finde Beat halt auch richtig geil, ja? Also trifft voll meinen Geschmack. Wie, du bist noch nicht tot. Dort. Hä? Stirb doch mal. Wie lange wollt ihr denn noch überleben? Ja, der wäre auch dann. Ja, ganz vorsichtig. Lol. So. Du hast das drauf. Ja, gerade habe ich es nicht so krass drauf.
So, gut, Schriftrolle habe ich nicht geholt. Ha, ich würde aber gerne den Text nochmal vorlesen wollen, aber irgendwie gut. Dann halt nicht. Ich glaube, ich habe auch ziemlich lange jetzt in diesem Level. Ne, wobei, wir haben ja schon das andere. Das ist ja Nummer 11. Nummer 10 haben wir auch schon gemacht. Berühre Schriftrollen und sieh dir die mysteriöses. Und sieh dir mysteriöses Dokumente an. Und sieh dir mysteriöse Dokumente an, ja. So, wir springen mal zu 12. 11 werde ich einfach gleich noch offscreen holen, damit ich in der nächsten Folge dann nochmal alles vorlesen kann. Ne? Also ich werde das einfach mal so machen, wenn ihr es so haben wollt, dass ich das wirklich in Let's Play nochmal hole, damit ich halt alles direkt gleich vorlesen kann, dann mache ich das. Müsst ihr mir aber halt mal in den Kommentaren schreiben. Ansonsten mache ich das offscreen und beim nächsten Part ja, lese ich halt dann die Schriftrolle nochmal vor. Octofluter auf, keine Ahnung. Kann ich nochmal Start drücken und irgendwie, nee, kann ich nicht. Sehe ich trotzdem nicht, wie das heißt. So. Die Octofluter kriegt man nicht kaputt. Ah, okay. Finde den Schlüssel und dann ab zum Container. Was war das hier? Das ist widerlich. Lass mich mal durch hier. So. Auf geht's. Ich glaube, hier war eh nix. Ach doch. Drei Powerpellchen. So, irgendwas war auf dem Touchscreen. Da sollte ich irgendwas sehen. Da ist schon der Elektrowelt. Ist also ein ziemlich kurzes Level. Okay, nein, du siehst mich nicht. Kann ich nichts? Kann ich daran spritzen? Nee, kann ich auch nicht. Ah, lalalala. Kann jetzt ein bisschen dauern. Hey, ich laufe hier gerade doch nur im Kreis, oder? Glaube ich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, ich laufe mal halt nochmal einen Kreis. Na? Sind auch so langsam, ne? Ah, okay, ich sollte hier runter, aber da drüben. Ah, genau. Ich weiß es wieder. Ist nämlich die Schriftrolle. So, und wenn ich jetzt ganz cool bin, mache ich das jetzt so und dann so. Ja, gut. Dann brauche ich nicht nochmal dahin gehen und warten, bis sie da einmal komplett rum sind. Bin ich einfach rübergehopst. Und mach das nicht nach, liebe Kinder. Das sind alle Stuntmen, die ich hier benutzt habe. Die sind alle professionell dafür ausgebildet. Ja. So. Na. So viel dazu. Ich fail ganz schön oft in letzter Zeit. So, geh mal weg. Boah, da ist ja noch einer. Oh. Was haben wir denn hier? Oh, ich musste wahrscheinlich. Fuck, ich musste hier lang wahrscheinlich. Ja gut, da waren glaube ich nämlich noch Kisten und so. Na gut, solange keine Schriftrolle ist, also Powerbällen. Powerbällchen oder Powerbälle oder was auch immer sind glaube ich zu verkraften, wenn ich da mal ein paar nicht bekomme. Los geht's! Ah, Propeller, hui! So, mir noch irgendwas? Nö. Von wegen kurzes Level. Dauert denn dann doch etwas länger. Ein Octarianer hat den Schlüssel. Sieh mal auf das Dings hier. Touchpad, Gamepad, was auch immer. Nein.
Fuck! Ich einfach da direkt reinschwimme. So, so. Wo ist er jetzt? Da lang. Hey, jetzt ist er da. Nö. Wow, und jetzt ganz schnell in die Richtung. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will hier weg. Oh, Alter, die haben mich schon anvisiert. Drecksücher. Ah, so, da ist Elektrowelt. Da unten sind noch Kisten. Komme ich wahrscheinlich jetzt so hin, wenn ich da runter gehe. Aber pff, was auch immer das sein mag, das ist es jetzt nicht wert, da jetzt nochmal runter zu gehen. So, damit hätten wir 3 Level, glaube ich, geschafft in dieser Folge wieder. Ja, wenn wir das so beibehalten, 3 Level immer, dann haben wir das eigentlich ziemlich schnell durch. So, hier haben wir nochmal Schriftrolle. Zu Kriegsbeginn sah es für die Oktarianer noch gut aus. Dank ihres Fleißes und zeitigen Aufstehens waren sie den faulen Inklingen überlegen. Auch vor 100 Jahren waren die Inklingen schon so vergnügungssüchtig wie jetzt. Hm, interessant. Na gut. Das war's dann für diese Folge. Schwierige Missionen kannst du auch erstmal auslassen. Ja. Das war's für diese Folge, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.